Die vier kennen wir schon, Simon und Paco sowie Jörg und Nicole. Womit rechnet ihr gleich? Ich bin mal gespannt, das ist ja in der Altstadt. Garantiert traditionell spanisch, oder? Glaubst du? Ja, bin ich sicher. Eine Lammschulter oder sowas wäre schon schön, weil ich glaube, es ist eher ein Rustikal. Und endlich mal wieder eine Frau. Aha. Also dann, rein mit euch in die große Stube. Hallo. Oh, super, Jörg. Danke. Wow. Also Deko finde ich richtig gut. Dieses alte, moderne, gemischt, voll meins. Ja, hallo. Hi. Hammer, gell? Oder? Also ich hätte mir es jetzt nicht so groß vorgestellt von außen. Das ist ja riesig, Wahnsinn. Unglaublich. Oben sind zum Beispiel, habe ich gesehen, sind noch ein bisschen Maresksteine, typisch Mallorquin. Richtig schönes, altes Gebäude, glaube ich. Weißt du mal, die Kapazität sind, die Plätze, wie viele Plätze die haben? Wir haben 200 Gäste oder so. Boah, das ist ja Wahnsinn. Das ist natürlich irre, ne? 200 Gäste mitten in der Innenstadt, da denkt man, aha, die kleine Küche, ne? Also wenn da der Laden voll ist, da hast du dann aber Geburtstag, ne? La Paloma? Unser Herz, unseres Leben, das werde ich jetzt die vier hier zeigen. Sebas, kommst du mit? Geh mal. Mit so viel Herzlichkeit dürfte der Abend eigentlich kein Problem werden. Hallo. Ja, hallo. Habt ihr Hunger? Oh ja. Wir sterben vor Hunger. Stirbst du? Ja. Das hört sich nicht gut an. Sebas, ich stelle euch vor. Hallo Sebas, grüß dich. Hallo. Auch wenn ihr hungrig seid, könnt ihr noch was zur Karte sagen? Die Karte liegt gut in der Hand. Ein bisschen touristisch finde ich halt hier, das so mit dem Fähnchen. Ja, ja, ist ja auf Tourismus aufgebaut, die ganze Karte. Ja. Also auf den Urlauber zu verzichten, das geht bei der exponierten Lage nicht. Und da wir ja unglaublich gut im Spanisch reden sind, gerade wir Mallorca-Urlauber, ne, ist das dann schon auch in Ordnung, wenn das da in Deutsch mal steht. Ne? Praktisch ist sie auf jeden Fall, weil du kannst immer, wenn du neu druckst, mal schnell austauschen, oder? Eigentlich schon ein typisches mallorquinisches Restaurant, würde ich sagen, oder? Ja, spanische Tapas sind auf jeden Fall Tapas dabei. Sind viel drauf. Tapas sind dabei, aber auch so ein bisschen modern gemacht. Ja. Ne? Schön Tapas, mallorquinisch essen. Traditionell. Ja. Darauf habe ich mich eigentlich persönlich eingestellt. Zumindest ist so sichergestellt, dass hier für jeden etwas dabei ist. Bei den Vorspeisen freut sich Olli doch sicher über Damenbesuch. Hola, Olli. ¿Qué tal, Camila? ¿Cómo estás? Muy bien. Hola, Olli, soy Nicole. Das ist Nicole, Oliver, unser Chef. Olli, was machen wir jetzt? Mira, estamos haciendo un taco de pulpo de aquí de Mallorca. Aha. Con un guacamole, un plato fusión mallorquín con el pulpo y mexicano. Ah, muy bien. Hast du das alles verstanden? Ja, schon. Also so Fusion, mallorquinisch, das ist der Pulpo kommt von Mallorca, genau. Mexikanisch. Und dann machen wir so eine Guacamole und ja, das wird alles vorbereitet. Ich bin gespannt. Mexikanisch ist da so ein bisschen mit dabei. Ne? Die Guacamole ist ja nicht wirklich Mallorquin. Aber mexikanisch hat schon sehr viele spanische Einflüsse. Ne? Also klingt für mich toll. Toll auch, wie Olli die Tomate und die Avocado in 0,nix mundgerecht zaubert. Die Säure, oder? Ja, die Säure, die Frischheit kommt davon. Eine Guacamole ist für mich mehr Avocado und dann, so kenne ich das, kleingedrückt und mache dann so ein paar Tomaten rein oder Zwiebeln und Cilantro. Man sieht mehr das Grüne, mehr Creme. Stimmt, stimmt. Da hätte ich eigentlich auch mit einem höheren Anteil an Avocado gerechnet. So schaut das ein bisschen aus wie so eine Salsa. Ein bisschen Tomate, das ist scharf. Ist das Picante noch? Sí, un poco de picante. Und ein bisschen Salz. Und auch noch dazu Pfeffer, Schwarzpfeffer. Und jetzt kommt dann Pulpo, Tintenfisch. Vamos con el pulpo. Das ist dann schon vorgekocht. Schon vorgegart, ja, eine Stunde. Ja. Und das ist dann mit, ganz einfach mit Laurel präpariert. Aha, das heißt Lorbeerblatt. Man nimmt Wasser und Lorbeerblatt zusammen und dann kocht man den Pulpo da drin. Ja, nichts mehr hinzuzufügen und so sieht das aus. Und dann wird er jetzt wie lange angebraten? Nur so, dass so ein bisschen warm wird.
Nur ein bisschen warm. Mhm. Mhm. Der wurde jetzt schon einmal gekocht, dieser Pulpo. Und dann sollte man ihn, wenn man ihn anrichtet oder generell dann präpariert für irgendeinen Teller, nicht mehr richtig Hitze geben, weil sonst wird er richtig klein und trocken. Okay, Nicole, dann sind wir fertig. Okay, Olli. Und dann jetzt können wir fast Taco aufbauen. Sie. Ja, gut, gehen wir. Bye bye. Don't need you with me tonight. Taco ist ja ein Schal und also Maismehl. Maismehl? Ja, aber das machen wir nicht hausgemacht. Das okay. wird dann gekauft. Das ist schon in Ordnung. Und es schaut jetzt nicht nach so einem Industrie-Blödsinnsprodukt aus, das schaut schon nach Manufakturware aus. Das finde ich schon ansprechend. Erst recht, wenn der Rest hinzukommt. Dann noch ein bisschen mehr Chipotle-Mayonnaise. Lecker sieht das aus. Fertig. Dann können wir jetzt das nächste, die nächste Sachen fertig machen. Dann gehe ich jetzt schnell am Tisch. Gut. Das ist jetzt nicht ganz so kleinteilig, wie gestern beim Simon daherkommt. Das ist mir auch völlig klar. Ganz anderes Lokal, mehr Bodenständigkeit und original mallorquinische Küche. Von der wollen sich jetzt Camillas Gäste überzeugen. Startfrei für den ersten Gang. Okay. Muchísimas gracias. Guten Appetit. Dankeschön. Buen provecho. Gracias. Guten Appetit. Wünschen wir Simon auch bei seinem rote Beete Tatar mit Avocado und Apfel. Rote Beete sehe ich noch nicht so viel. Müssen wir warten, bis es zerstört wird, von oben zumindest. Also ich muss sagen, so wie es aussieht, sieht nicht schön aus. Optisch sieht das nicht schön aus. Das ist eher eine halbe Avocado aufgeschnitten, ein Feldsalat, nicht angemacht. Es ist komplett braun, also das sieht wirklich nicht auf priori appetitlich aus. Ja. Von der Größe her war das okay, geschmacklich war es auch gut. Die Idee ist nicht schlecht, aber ich glaube, die ist nicht richtig fertig gedacht. Gell. Es fehlt da natürlich die Säure. Entweder Limette oder Zitrone oder sonst irgendetwas, was die Avocado davon abhält, braun zu werden. Das ist für rote Beete viel zu viel. Ne? Da ist too much Cremigkeit von Avocado jetzt. Das kann ich sofort nachvollziehen. Handfester geht's auf Jörgs Teller zu. Er bekommt den Mini-Kalbsburger mit Trüffelmayo und Joselito. Ich weiß es nicht, ob das jetzt Kalbfleisch ist. Aha, warum? Für Kalbfleisch finde ich es jetzt ziemlich rot und dunkel. Meiner Meinung nach ist es Rind gewesen und kein Kalb gewesen. Zu durchgegart und geschmacklich war nichts dran. Da ist null Saft drin, der ist richtig trocken, ist der. Und dann kommen wir zum Wesentlichen. Dafür kommt die Brille raus. Oha. Vertue ich mich jetzt oder stand da irgendwas von diesem Joselito-Speck? Ja. Ja. Ich habe ihn weder gespürt, noch gesehen, noch geschmeckt. Und du weißt, du musst der Haselnuss schmecken. Der ist, wenn ich den jetzt esse, der ist total, total bitter und fest und gummi. Ja, Joselito-Schinken ist natürlich mal definitiv freilaufende Schweine. Die essen Haselnüsse, die sind unter den Bäumen, die machen ihre Siesta, die baden im Schlamm. Und dann natürlich, wie der dann halt zubereitet wird und abgehangen wird und getrocknet wird. Luft getrocknet. Genau. Ich kann da mal ein Stück rübergeben. Simon scheint sich ja mit der Materie auszukennen. Oder? Ja, da ist kein Schinken drin. Und noch viel weniger Joselito. Also das ist jetzt das erste Mal die Woche, dass wir jetzt mal so viele Kommentare und Kritik hier am Tisch erleben. Nicht mein Ding. Ja. Ja. Ich würde sagen, der Burger fällt durch. Wie kommt seine Wahl bei Paco an? Er ist Krake Taco. Der Pulpo selber in sich ist er schön weich, da muss ich schon sagen, ist in Ordnung. Das sollte eine Guacamole sein. Ich sehe hier mehr Tomaten, Zwiebeln als Avocado. Das also würde ich nicht als Guacamole jetzt beschreiben. Geschmacklich lecker, frisch, hat auch für mich eine einigermaßen gute Schärfe. Da habe ich mir schon gedacht, oh, da kommt so irgendwie was, das nimmst du in den Mund, weißt du, und dann kann man das so wegessen. Das war meine Erwartung gewesen. Es ist schwer zu essen, also du kannst so ein Taco, was man ja eigentlich ein Taco in die Hand nimmt und dann, das kann man hiermit nicht machen.
Das echte Taco ist ja aus einem blauen Maismehl und ist ein bisschen flexibler und kleiner und kann man so zusammenklappen. Ist ein nettes Gericht. Haut mich aber nicht um. Also die Zutaten waren in Ordnung. Vielleicht auf der Karte ein bisschen falsch erklärt, dann hat man eine andere Erwartungshaltung. Nicole ist neugierig, ob sie schmeckt, was ihr Gericht verspricht. Für sie gibt's Auberginen aus Satoilera mit lokalem Ricotta und Spinat. Also ich habe ja das Mallorquinische genommen, hier von der Insel. Die Aubergine ist sehr gut gegart, überhaupt nicht bissfest, so ein bisschen wie eine, wie sagt man? Cannelloni. Cannelloni gemacht, ja, gefüllt mit einem tollen Ricotta. Geschmacklich super, man sieht hier auch, die Tomatensauce ist nicht irgendeine Tomatensauce aus der Tüte. Da wurde wirklich frisch noch was eingearbeitet, schmeckt richtig gut, wie beim Italiener. So im Großen und Ganzen kann ich wirklich sagen, Topgericht. Dann dazu noch diesen Fenchel hier, diesen Naturfenchel, ja, den man so pflückt. Auf jeden Fall auf den Punkt, die war gut. Die war lecker. Paco irritiert etwas anderes. Ich frage mich bloß, weil Ricotta kommt aus Italien. Ich habe das noch nicht gehört hier, dass es irgendwo hier lokal irgendwie gemacht wird, Ricotta. Ja, also die Ricotta ist von einer Italiener gemacht, weil Ricotta ist ja italienisch, aber die lebt hier auf Mallorca und macht das mit mallorquinischem Milch. Ich finde, hier wird sich jetzt ein bisschen sehr an diesen Kleinigkeiten aufgehängt. Und Leute, ihr verwendet doch auch in euren Küchen, wenn ihr dem eine Stilrichtung vorgebt, nicht ausschließlich immer nur oder benennt es nur so, wie es gerade um euer Eck da bestellt ist. Also ich finde sehr wohl, dass die Camilla hier mit dem Ricotta arbeiten darf. Ich habe ein gutes Gefühl. Und toll wäre ja, wenn man so gegen die 8 Punkte für jeder haben könnte. Dann werde ich mich sehr zufrieden sein. Mal abwarten. Hallo! 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 Ich glaube, es fällt auch eine 7. Es wird schon eine 8 fallen, aber 2 Siebener fallen auch, glaube ich. Und? Wie war's? Fast alles aufgegessen? Die Dame zuerst. 8 Punkte. Siehst du? Ah, danke schön. Jörg hatte mehr auszusetzen. Bei mir kriegst du 6 Punkte. 6 Punkte. Und warum? Ich habe den Schinken nicht gefunden. Mhm. Den Joselito-Schinken habe ich nicht gefunden. Die Angelegenheit wird zur Chefkochsache. Das ist so fein, das hat sich geschmelzt. Naja, ich glaube, das hätte der Jörg rausgeschmeckt. Das Fleisch war viel zu durch, das war sehr trocken. Mhm. Und ich glaube nicht, dass das Kalbfleisch war. Okay, da, meine Meinung. Da muss ich dann nachfragen. Also das bitte. Müsste dann bitte. Kalb sein, aber kann... Würde mich auch mal interessieren, was er sagt. Ja, werde ich machen. Ja? Ich glaube, dass das mit dem Kalb ist ein Übersetzungsfehler, weil Kalb, das ist schon also Rindfleisch, aber kein Jung, also kein Kalb. So das stimmt es, dann ist es eigentlich Übersetzungsfehler. Okay. Ärgerlich, gerade für so einen Wettkampf, da verliert sie sicherlich bei Jörg nochmal so 1 bis 1,5 Punkte, deswegen auch nur 6. Das mag er nicht. Und dass man Schinken raufschreit und der ist nicht da, mag er auch nicht. Und Simon, wie sieht das bei dir aus? Also Camille, von mir bekommst du 7 Punkte. Dankeschön. Für mich ist natürlich sehr, sehr wichtig, das Auge ist mit. Und du siehst, das ist hier alles, schau mal, das ist komplett braun. Mhm. Und das ist eigentlich nicht schön. Das verstehe ich eigentlich nicht. Dass der Simon das rote Beetentartal gekriegt hat und das braun war, das ärgert mich. Und das ist nicht okay. Bravo. Sie sieht es 100% ein und großes Kino, große Geste hier von Camilla. Ernüchternde Tendenz, oder? Man kann es ihr schon ansehen, es hat sie sehr schwer getroffen. Ich glaube, sie war enttäuscht. Sie war enttäuscht, sie war, ich glaube, sie war so an der Grenze zwischen Enttäuschung und zwischen grantig. Einer fehlt noch. Und, Paco? Erstmal zur Vorspeise in 6. Tut mir leid. Vielen Dank. Jetzt mal sehen, was passiert. Hoffentlich kann ich immer noch an diesen 8 bekommen. Bei den Hauptspeisen legt sich Olli jetzt mehr ins Zeug als ohnehin schon. Hallo, hola, buenos días. Hola, Simon.
Hoi gibt es mallorquinische Lamm. Also optisch kommt es einem nicht spanisch vor. Ja, er knallt es natürlich auf den Grill, da bekommst du natürlich noch Röstaromen mit rein. Und wenn du das Ganze dann in den Vakuumbeutel packst, dann ist das natürlich schön, weil das bleibt dann alles drin und du hast ein schönes Aroma. Also es wird zu weit gegart, ja? Das dauert so ungefähr 10 Stunden. Aber viel Knoblauch hier. Ach, muss Geschmack haben. Ja. Ich würde allerdings, wenn ich es mache, ganz kurz den Knoblauch einmal anknuspern, einmal so anknacksen und vielleicht sogar das Rosmarin einmal so ein bisschen so anditschen, dann hat das auch gleich eine Aromatik in diesem Vakuum. Selbstverständlich hat Olli ein Stück vorbereitet. Super, schön weich, ja. Ja, da geht richtig der Knochen schon runter. Ja. Das ist natürlich jetzt der Vorteil. Auf diese Art und Weise kann das Schulterblatt rausziehen. Und du hast halt auf so ein Lokal mit so vielen Sitzplätzen, hast du halt unglaublich tolle, saubere Vorbereitung geleistet. Du kannst das auch gleich in demselben Tütchen einkühlen und so. Ich finde das schon passend hier. Wie macht ihr jetzt die Soße damit? Kommt das in die Soße rein? Für so eine Salsa con esto, ¿cómo funciona? Ja, die Soße ist eigentlich schon vorbereitet. Das ist eine Oporto-Soße. Hast du die Soße da? Die würde ich gerne mal probieren. Ja, klar. Und Simon, irgendwelche Verbesserungsvorschläge? Also ich würde definitiv noch ein 2 Rosmarin mit reingeben und den kurz anziehen lassen oder vielleicht auch noch sogar ein paar Lammabschnitte kurz anschneiden, anrösten mit Tomaten, mit Schalotten und den Jus dann da noch mal draufgießen. Du hast dann auch schönen Lammgeschmack da drin und Kräuter. Was gibt's sonst noch dazu zum Lamm? Kartoffelpüree. Ja, super, da kann man nichts falsch machen. Oder doch? Was falsch machen geht doch schneller, als was wir oft gedacht hätten. Damit zumindest keine menschlichen Fehler entstehen, kommt auch eine Maschine zum Einsatz. Ich finde das Gerät cool. Also wir arbeiten mit dem Gerät auch noch und funktioniert halt super und erfüllt den Zweck, den es eigentlich erfüllen soll. Ja, so sieht denn unsere fertige Kartoffelpüree aus. Mhm. Und ja, jetzt kann das alles zusammen auf dem Teller kommen. Da ist natürlich der Anteil an Olivenöl, das ist quasi unsere Sahne. Ein bisschen Milch hat er zwar auch reingetan, aber Butter auch nicht. Ne? Das ist dann Olivenöl. Das unterscheidet sich schon ein bisschen. Mit Gang 2 will Camilla mehr Punkte herauskitzeln. Ja, dann wünsche ich euch alle guten Appetit. Nicole hat Fleischeslust. Sie isst das Rinderfilet in der 200-Gramm-Variante mit Café de Paris-Soße. Ein bisschen zu weit? Ein bisschen zu weit. Ja, ein Ticken. Ja, mein Fleisch war etwas mehr wie Medium. Ich sage immer, ich bin auch kein perfekter Fleischbrater. Mir kann das auch passieren. Der Gast kann entscheiden, ja, nein, vielleicht. Und in dem Fall habe ich entschieden, ich esse das. Und es war gut, es war toll. Hat eine gute Qualität gehabt. Dann haben wir hier Grünkohl. Der wurde in eine Fritteuse kurz leicht frittiert. Also für 27,90 ist das ein super fairer Preis. Also wenn man die Schoten nimmt, die Kartoffeln, das Rinderfilet und das Sellerie-Püree, das ist einfach toll, top, eine gute Kombination. Über den Preis brauchen wir gar nicht drüber reden. Und es gibt genügend Menschen, die diesen mallorquinischen Purismus am Teller lieben. Auf Simons Teller kommt dies hier aus der Küche. Kabeljaufilet mit mallorquinischem Gemüse. Du hast hier den Blattspinat. Der ist sehr schön angemacht. Also, du hast da Rosinen drin. Du hast auch Pinienkerne drin. Ein bisschen Tomate ist da, glaube ich, drin. Ein bisschen Knoblauch. Ist sehr würzig, schmeckt sehr gut. Kartoffeln sind lecker. Und hier auch noch so eine Tomatensauce mit an. Das Kabeljaufilet ist sehr schön gegart. Da sieht man hier schön, wie diese Blätter hier auseinanderfallen. Ja, ich war extrem erleichtert, weil der war super perfekt gegart. Es geht nach oben, definitiv. Oho, sehr gut. Mir hat er auch geschmeckt. Ich fand ihn auch super. Also bitte. Und hier geht's jetzt aufwärts. Kommt, Leute. Da kommt eine, die sich riesig freuen würde. Hola, hola. Hola, hola. Und? Ich hoffe, dass das geschmeckt. Hören wir Pacos Urteil. Der gelernte Bäcker hat Appetit auf die geröstete Lammschulter mit Kartoffelpüree und Spargel. Ein toller Teller, klassisch, mallorquin,
ja, so ein bisschen umverändert, weil das Klassische ist eigentlich aus dem Ofen mit dem Fond. Jetzt mit dem Portweinsoße mal ein bisschen umgeändert. Mhm. Es war sehr süßlich, also soll ja eine Portweinsoße sein. Hätte ich vielleicht für mich persönlich ein bisschen mehr gemocht. Spargel, toll, bissfest, passt auch so zu der Farbe dazu. Du, also ich finde das total eine Steigerung zu der Vorspeise. Oh, ganz tolles, ehrliches Gericht. Ich fand's gut. Es war gut durchgeschmort. War trotzdem noch rosa gewesen. Man konnte das so rauszupfen. War in Ordnung. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Ach, super. Da werden wieder Punkte wettgemacht. Es geht bergauf. Schön. Mit seiner Vorspeise hatte Jörg Probleme, ob es jetzt besser aussieht. Beim 275 Gramm Entrecôte mit hausgemachten Pommes. So, jetzt unterteile ich das mal in drei Faktoren hier. Ja. Wir fangen mal an mit den Pommes. Mhm. Toll. Mhm. Super lecker. Ich glaube, dass die wirklich hausgemacht sind, ja. Oder? Ja, sind hausgemacht. Ja, sind hausgemacht. Die Café de Paris muss ich jetzt nicht haben unbedingt. Stelle ich mir ein bisschen was anderes vor. Ist mal ein bisschen zu intensiv. Eine Café de Paris darf nicht von einem einzigen Aroma abhängig machen. Dann kommen wir zum Fleisch. Ja. Ist der Küche erneut ein Fauxpas unterlaufen? Ich muss dir ehrlich sagen, ich habe ganz, ganz selten in Palma so ein gutes Fleisch gegessen. Ah, toll. Das war wirklich absolute Top-Qualität. Danke. Also besser kann man es nicht machen. Ich bin dahingeschmolzen wie das Fleisch. Es ist wirklich genial, toll gebraten, auf den Punkt. Es ist super zart. Ihr habt Gott sei Dank das Fett dran gelassen, weil ich liebe das. Das ist ein Geschmacksträger. Und da brauchst du eigentlich auch noch nicht mal die Soße dazu, sondern einfach nur dieses Fleisch. Das hat so ein wunderbares Eigenaroma. Ein bisschen Fleur de Sal drüber. Fertig. Dann ist jeder Fleischesser glücklich. Danke. Ach, ich bin so froh, die Camilla so lachen zu sehen. Meine Güte, Leute, ich habe nämlich schon gedacht, das geht jetzt irgendwie doch langsam nach hinten los. Gesagt, okay. Dass das der beste Fleisch ist, was er gegessen hat in Palma. Estoy muy contento. No, yo también. Jetzt muss es für alle einen süßen Abschluss des Abends geben. Ah ja, hallo, Ole. Hola, danke, Camila. Ole, un placer. Todo bien? Muy bien, bienvenido. So, was gibt es Süßes? Das gibt dir heute Käsekuchen. Käsekuchen. Käsekuchen, hausgemachte. Genau. Anscheinend ist da kein großer Unterschied zu dem deutschen Käsekuchen. Also wir brauchen Quark. Und das ist ja, da gibt es ja auch einen eigenen. Ich glaube, der heißt Requesina oder sowas. Auf Mallorca. Und das Ganze wird mit Schweineschmalz, wird eine Tonform ausgebuttert oder ausgefettet. Und da kommt die Masse ohne Boden direkt drauf und wird gebacken. Erstmal fängst du mit, fangen wir mit Frischkäse an. Das wird ja jetzt die Masse gemacht. Okay. Und da kommen die Eier wahrscheinlich ja, drunter, genau. Ja, genau. Die Eier dazu. Ein bisschen Sahne. Ja. Sonst würde der ja nicht aufgehen. Und Zucker natürlich, muss süß sein. Ein Kuchen gehört Zucker, das ist eigentlich klar. Aber es war schon heftig viel drin. Aber wir wissen ja, die Mallorquiner essen fast alles süß. Meine Mutter hat eben gesagt, also richtigen Zucker, richtigen Sahne, das macht gesund. Genau. Und noch Butter dazu, dann passt das. Stimmt so nicht. Zumindest also langfristig gesehen, nein, macht das nicht gesund. Nein. Leider. Aber ein bisschen Sündigen ist hier und da ja erlaubt. Camilla, wie viele Minuten ist der drin und bei welcher Temperatur? 210 Grad, ja. So ungefähr 35 Minuten. 35 Minuten. Super. Ich mache jetzt mal die Tür zu hier. Ja, super. Ja. Und wir haben natürlich eine Käsekuchen für euch präpariert, sodass das ein bisschen schneller geht. Ja, also das ist typisch. Wenn auch aus der Fabrik kommt der Kuchen und so weiter, dann ist er natürlich gerade geschnitten und schön plan oben. Und da sieht man, dass er aus dem Ofen kommt, wenn er ein bisschen angerissen ist, weil die Seiten nicht gerade sind. Und also das merkt man schon. Ja, das macht's aus. Cool. Okay, Olli, dann machen wir weiter. Jetzt wird das dann auf dem Teller, wie das dann auch serviert wird mit Deko. Das ist so ein bisschen Krust, da ein bisschen Pistache, frische Beere. Und jetzt kommt dann auch weiße Schokoladesoße drauf. Wir sind auf Mallorca und die kommt nicht aus einer fertigen, gekauften Quetschflasche. Selbst das macht er selber und das finde ich toll. Und hier gibt es so
Pulver von roten Beeten, was auch da drin. Was? Rote Beete? Dann verschwinde ich mal am Tisch. Gracias. Gracias. Was ich jetzt da komisch und einfach optisch nicht gut finde, ist das rote Beetepulver. Das macht jetzt irgendwie so, hä? Was ist denn da passiert? Wer auch immer es geordert hat, das wird sicher gleich zur Sprache kommen. Schau, ja, genau. Geschmack. Da ist der Kuchen. Okay. Dieses Dessert war optisch super schön angerichtet. Es ist mit Liebe angerichtet. Man hat Schokolade gemacht, so ein Chip daraus. Man hat sich sehr viel Mühe gegeben, ist alles selbst gemacht. Und es war bunt. Siehst du, merkst du was? Aha, Nicole hat ja also angesprochen, der Cream Cheesecake. Jetzt will es Jörg wissen. Nicole, probier das mal im Gesamten, auch mit diesem roten Pülferchen. Und dann sag mir mal, wie dir das schmeckt. Pass auf, das hier ist rote Beete. Habe ich mir gedacht. So. Schmeckt man aber nicht. Probier das bitte. Das hier, ja, wie eine Art Vanillesoße mit der roten Beete. Probier das. Du schmeckst nur süß. Also ich schmecke da keine rote Beete. Das ist genau ist das richtig? Ist richtig? Ja. Aber ich habe es nicht geschmeckt. Und ich kann dir auch sagen, warum. Warum? Weil das Ganze komplett zu süß war. Das ist einfach jetzt drauf so als Eyecatcher. Ich könnte das auch ohne dem da servieren. Und der Kuchen selber? Cremig. Aber ein bisschen zu süß, mir fehlt ein bisschen die Säure. Also meine Idee wäre weniger Zucker und dann vielleicht frische, geriebene Zitrone, oder? Was meinst du, so Zesten und Zitronensaft? Ja, zum Beispiel. Und wenn ich an Cheesecake denke, dann denke ich an so einen Mürbeteigboden und so eine amerikanische Cheesecake-Creme. Also für mich ist das so ein Käsekuchen. Cheesecake gibt es auch, wo richtig fest sind, wo der Käse richtig fest ist in der Mitte. Und es gibt ganz fluffige, aber ein Käsekuchen ist ein Käsekuchen. Ja, und ich dachte, es wäre ein Cheesecake. Cheesecake, Käsekuchen, Tarte de Queso. Okay. Ist der gut oder ist der nicht gut? Ist ja süß. Süß, Mallorquin halt. Ah, Mallorquin ist süß? Mallorquin ist immer süß. Ah, alles Käse. So viel dazu. Paco löffelt derweil Espuma de Crème Brûlée. Espuma ist ja das spanische Wort für Schaum. Das schaut schaumig aus. Das Ganze soll ein Crème Brûlée quasi als Schaum darstellen und widerspiegeln. Espuma de Crème Brûlée. Ja, es ist eine Espuma. Und ja, es schmeckt auch nach Crème Brûlée. Aber ich hatte mehr so gerechnet, wie man das eben kennt beim Crème Brûlée, dass es so ein bisschen flambiert oben drin ist mit der Zuckerkruste und all sowas. Crème Brûlée heißt ja abgeflammt, das musst du ja sehen in den Spiegel. Wenn ich lese, es ist ein Espuma vom Crème Brûlée, dann erwarte ich eher den Geschmack von einem Crème Brûlée, weil wie bringe ich denn eine Kruste auf einen Schaum? Da haben wir Vanilleeis, Himbeere, Blaubeere, ein bisschen Schokolade. Haut mich aber nicht so weg, was ich eigentlich erwartet habe, dass er durch Espuma, meine ich, oh ja, wow, toll. Die Pistazie, die da drauf war, war in Ordnung, aber die Espuma hätte mir voll und ganz gereicht. Also Pistazie hätte nicht dabei sein müssen. Ist Simon denn zufrieden? Der löffelt auch was aus, und zwar das mallorquinische Tiramisu. Also okay, hier mal Tiramisu Mallorca, ja, definitiv italienisches Dessert. Ich würde mir das ein bisschen lockerer wünschen. Es ist halt sehr wichtig, dass du diese Lagen halt immer hast, dass du sagen kannst, so, du isst jetzt, du hast zwar Mascarpone-Creme, aber du hast auch den Kaffee, du hast das Biscuit. Ja, vom Gefühl her. Ja, und das wird ein bisschen leichter. Ja. Und hier hast du wirklich sehr viel Creme, die ist sehr schwer und richtig fettig, logischerweise Mascarpone. Und du hast dann halt eher unten im unteren Teil dann das Biskuit drin mit dem Kaffee. Und ich muss sagen, also diesen mallorquinischen Rum schmecke ich da jetzt nicht wirklich raus. Gell. Der Masala ist der Original-Klassiker. Und dann hört man immer wieder Amaretto. Aber Rum? Hm. Zum dritten und letzten Gang gibt es für Jörg einen Mandelkuchen. Scheint zu schmecken, oder? So, Mandelkuchen liebe ich ohne Ende, muss feucht sein. Und die Kombination mit ein bisschen Schokoladeneis oder Nougat-Eis oder Vanilleeis finde ich toll. Erdbeeren mag ich jetzt nicht unbedingt dazu. Pistazien kann man machen, muss man nicht. Das ist für mich ein Balla-Balla-Dekoration und so weiter, das brauche ich nicht.
Ja, das ist auch so ein bisschen so sehr puristisch ausgestattet, ne? So in seiner Welt der Kulinarik, ne? Dann ist noch ein bisschen so die Spekulatius, wo man kriegt so als Brösel gemacht ein bisschen. Mhm. Wir sind drauf. Gut, im Dezember würde ich das machen, aber jetzt so über den Frühjahr, Sommer, Herbst und so würde ich es nicht machen. Und sie hat gesagt, Jörg, wir haben den bezogen, ich weiß nicht, aus einer Bäckerei oder vom Bekannten. Finde ich ganz, ganz toll, dass sie das sagt. Besser gut gekauft, wie schlecht selber gemacht. Jo, das Motto, das lobe ich mir. Und das ist ja nicht von der Industrie irgendwo aus so einem Supermarkt gekauft, das Ding. Ne? Für Camilla allerdings steht ihr letzter Gang jetzt an. Die Rechnung muss her. Wie hoch fällt die aus? Wir haben 485,75. Okay. Super. Bei Speisen lagen wir bei 190. Das Preis-Leistungs-Verhältnis war top. Die Lage, wo das Ding sitzt und ja, super. Von etwas enttäuscht bis hochlobend war alles dabei. Nun zeigt sich, was am Ende dabei an Punkten herauskommt. Sehr stark war die Nicole mit 33 am Montag. Und ich sage mal voraus, dass wir bei diesen 33 auch ankommen werden. Ja. Drum. 8, 8. Paco. 8 Punkte. 8. Dann würde ich denn sagen, dass das kommt von Simon. 8 Punkte. Und noch ein 8. Und dann kommt dann von Jörg. 8 Punkte. Und dann kommt wieder ein 8 von Nicole. 8 stolze Punkte. Dritter Platz. Aber toll, sie hat unwahrscheinlich aufgeholt. Danke, gracias. Ja, top. 32 Punkte. Camilla macht es sich somit am dritten Mallorca-Tag auf dem dritten Platz bequem. Nach oben ist nach wie vor Luft. Mit seinem Lokal sieht sich Jörg bereits auf der Sonnenseite. Ich habe nicht nur eine frische Brise hier, sondern auch eine absolute Frische auf dem Teller. Fehlt nur noch der Siegerteller. Diese Jakobsmuscheln sind keine frischen Jakobsmuscheln. Die verlieren einfach immer an Glasigkeit, an Struktur, an Qualität. Ich mag so gerne Risotto, aber das ist ein bisschen so verkocht. Zieht am Ende Nebel auf?